Bam! Top 10. Heute 10 weniger bekannte Fakten über Marvel. Los geht's mit Nummer 10 natürlich. Ein echtes Kündigungsschreiben eines Marvel-Mitarbeiters wurde einfach mal in einem Iron Man-Comic abgedruckt. Im Comic reicht der Charakter Jarvis seine Kündigung ein und man sieht das besagte Schreiben. Nur ein paar Wörter wurden für den Druck verändert. Nummer 9. 1995 wurde Punisher Killed das Marvel-Universum veröffentlicht. In diesem stirbt Frank Castles Familie in einem Kreuzfeuer der Superhelden. So schwört er Rache und tötet gleichermaßen alle Helden und Schurken, die zuvor alle zu Monstern mutiert sind. Nummer 8. Michael Jackson probierte Marvel in den späten 1990ern zu kaufen. Angeblich tat er dies, damit er in einem selbstproduzierten Film persönlich den Spider-Man spielen kann. Das ist ja abgefahren. Nummer 7. Im Comicbuch Vierteiler Spider-Man Rain lebt Peter Parker in einem düsteren, autoritären Polizeistaat und muss mit dem Tod von Mary Jane zurechtkommen. Später kommt heraus, dass sie an Krebs starb, da sie zu lange Peter Parkers radioaktivem Sperma ausgesetzt war. Oh mein Gott. Nummer 6. 1961 wurde der Charakter Dr. Doom geschaffen. Ursprünglich bekam dieser Superkräfte, indem er sich in einen asiatischen Kämpfer verwandelte, komplett mit so einem herunterhängenden Bart. Hier sehen wir es. Weiter zur Nummer 5. Hulk sollte ursprünglich nicht grün, sondern grau sein. Doch man merkte, dass grün einfach die beständigere Druckfarbe ist. Die Macher der Fernsehserie Der unglaubliche Hulk, die Ende der 70er startete, wollten sogar lieber, dass Hulk rot ist. Wir machen weiter mit der 4. Mark Gruenwald war Redakteur bei Marvel Comics, doch starb bereits mit 42 Jahren wegen eines angeborenen Herzfehlers. Seine Asche wurde mit Tinte vermischt, damit wurde dann eine Neuauflage des Sammelbandes Squadron Supreme gedruckt. Krass. Nummer 3. Marvel plante einst ein Crossover zwischen Ghost Rider und Casper, dem Gespenst. Daraus ist leider nichts geworden. Dafür bekam dann The Punisher meets Archie grünes Licht. Kann man machen. Jetzt kommt die Nummer 2. Tatsächlich ließ sich Marvel das Wort Zombie als Trademark registrieren. Von 1975 bis 96 war es als Verlagsmarke eingetragen, doch dann sah man davon ab, dass es unmöglich war, dies als Marke durchzusetzen. Ja. Und dann ist da die 1. In einer Ausgabe von Captain America wird Ex-US-Präsident Ronald Reagan nur in Unterwäsche gekleidet gezeigt, wie er von Captain America mit der US-Flagge angegriffen wird. In einer anderen Ausgabe wird Richard Nixon als Bösewicht enttarnt. Daraufhin begeht der Nixon im Comic sogar noch Selbstmord. Ihr seht, Comics können auch ganz schön politisch sein. Und Nixon war ja auch nicht gerade ein Präsident, der in guten Erinnerungen geblieben ist, leider. Ich habe hier für die Marvel-Fans und euch noch 2 sehr schöne Videos. Einmal 10 Superhelden mit nutzlosen Kräften und dann noch 10 Fakten über Thor. Viel Spaß, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!